was bisher geschah bei Antidon. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ich auch. Oh. Das ist still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Okay, schon gut. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Unser Medium. Na gut. Ernsthaft. Oder... keine Ahnung. Tja, naja. Für Josh sollten wir schon irgendwie ernsthaft sein, also... na gut, ausnahmsweise. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Ja, wir zeigen uns einfach. Ja, sicher. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Chris? Chris, das ist nicht lustig. Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hä? Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Ja, Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Ja, schon irgendwie. Aber... Chris, verdammt nochmal, bist du das? Wir sollten lieber fragen, wie wir ihnen helfen können. Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schon wieder. Chris, das ist nicht lustig. Warnung. Er bewegt sich schnell. Warnung. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Chris. Wehe dir. Also nur so ein ganz kleines bisschen vortasten. So ganz ängstlich. Wer bist du? Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Du musst dabei Angst haben. Hallo? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. Sester. R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, dann... Okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag wer es ist. Kann nur eine von seinen beiden Schwestern sein, also... also, wen wollen wir tot sehen? Als Gast. Also, die Hannah ist verarscht worden. Ah, die Beth... das ist nachgehend. Also, ich finde die Beth irgendwie netter. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Yes, komm schon, yes. Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist.
Okay. Mal überlegen. Ernsthaft, Chris, es ist nicht lustig. Für was entschuldigen? Ernsthaft. Wir sollten wieder so ganz kleines bisschen vortasten. Beth, wir möchten wissen, was dir damals zugestoßen ist. Sagst du es uns? Die drei können ja nichts dafür, dass es so passiert ist. Okay, er hat sich im Kasten versteckt, aber okay. Geht weiter. L? L? Oh mein Gott. Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Na gut, dann stellen wir noch eine Frage. Diesmal aber klarstellen, wer hat dich ermordet? Okay. Wie wurde Hannah ermordet? Oder halt doch wie. L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Wow. Heilige Scheiße. Chris! Wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht Ich kann das Schuld. Nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Extrem. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Werden wir irgendwann mal nachschauen. Aber nur irgendwann. Jess? Beeil dich, komm schon, Scheiß. Sie hat geschrien. Für was musst du da extra auch noch oben stehen? Beeil dich, hallo. Na gut, dann schauen wir mal, wo unsere tolle Freundin ist. Wo bist du hin? Was haben wir denn hier? Witzig. Jess. Kann man da reinschauen? Süße, ja? Bist du da drin? Süße. Wow! Wow! Shit! Geil! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Also... Was zur Hölle hat das Ding darin verloren? Ich glaube, ich muss mal auf Pause drücken. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Tschüss! Na gut, schauen wir weiter. Jessica! Ach, komm schon. Ach, wo kann sie denn bloß sein? Und wo sind überhaupt ihre Fußabdrücke? Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Guck, nein! Du hast das. Oh, ja? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Naja, irgendwie haben wir uns schon in die Hosen gemacht. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Na dann? Aber pass auf, dass du mir nicht irgendwie so runterspringst oder so. Das ist ja ein echtes Winterwunderland hier draußen. Aber du weißt, ich hab's drauf. Richtig schön. Richtig schön.
Hauptsache die Brücke bricht nicht. Tja, also die Hütte, die ist schon etwas weit entfernt. Und dieser Schrei war nicht unheimlich, der war nicht unheimlich. Nein, nein, bestimmt nur ein Eichhörnchen. Da. Wer ist das? Ist es schon die Hütte oder was? Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Ja, dann setz keine jemand da? Kopfhörer auf, dass du hörst. Nee, warten wir. Ein Hirsch. Also ist das unsere so tolle Hütte? Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Das kann doch nicht wohl die Hütte sein, oder? Sie ist toll. Ja. Yeah. Na dann schauen wir mal ran. Was haben wir denn hier? Eine tolle, hübsche Maske. Nee, zeigen. Wir wollen ja nicht Rache üben. Voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Dann halt nicht knutschen. Das ist cool. Ja, schon irgendwie. Aber ich würde trotzdem nochmal nachschauen in die Hütte. Vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen oder so. Doch nichts. Okay. Schauen wir, dass wir endlich zur verdammten Hütte kommen. Es wird dann auch schon langsam Zeit. Das schaut nicht gut aus für unseren Charakter. Bei ehrlich? Na gut. Tja, also, das war... Ich fand, das war jetzt irgendwie klar, dass irgendwas jetzt kommen muss. Ich weiß nicht wieso, aber das war irgendwie jetzt klar. Was ist das? Oh oh, komm schon, beeilen dich. Ich will gar nicht wissen. Oh. Verdammt. Echt furchtbar. Oh Mann. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Wir beruhigen ihn. Hey Mann. Es ist besser. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es soll in Frieden sterben. Ist okay. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Oh. Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Lauf einfach, lauf! Oh! Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Besser, viel besser der Weg. Na komm, schneller, komm, hopp, hopp! Warum so lahmarschig? Dein Ernst jetzt? Natürlich hier helfen! Was bockst du nicht? Komm schon, hoch mit dir, hoch, 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 hoch! Ja, ja. Ah, so. Was? Ah, gehe.
Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Ach so. Schwachsinn. Nein, 100%. Also die Hose ist sicher voll jetzt bei dir. Bei ihr vielleicht so ein paar Tröpfchen. Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, er kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Ja, vielleicht Bekienungs.io oder so. Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Ach so. Fast. Ach, typisch. Boah, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Na, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Oho. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Na, okay. Gut. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mhm. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja. Na gut. My Lady. Na gut. Feuer und eine schöne Stimmung. Ein Champagner und Musik auch noch dazu. Me, Lady. Cool. Schauen wir mal. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Dass wir Sturm bekommen. Oh. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Ich wollt's nur anmachen. Bronze. Nicht schlecht, Milady. Beim Tennis. Oder bei sonst noch irgendetwas. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Wie schön. Milady. Verfluchte Scheiße! Das hätte dich fast umgebracht. Oh! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm ja, schon. Mike. Mike, von was hast du so sehr Angst? Ich hoffe, du hast deine Windel mit. Hier spricht deine Mutter! Okay, kann man nicht anschauen oder so. Kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Schon gut, schon gut. Oh, was haben wir denn hier? Das kann man, super. Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Ach so, nennst du das? Tja. Wir sollten, wenn du meinst, dass es ein Matratzensport ist, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zu den Olympischen Spielen und sagen das. Es ist so kalt hier drin im Moment, schon, dass meine Zunge sofort gut an dir festfrieren würde. Wir wissen's. Dankeschön, Milady. Nein, sag jetzt nicht, du hast dein Handy verloren. Oh, scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Schatz. War ja klar. Nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Naja, ich würde sagen... Okay. Eine 5 ist eine schöne Zahl, oder? Die Eltern sind sicher sehr erfreut. Mega erfreut, dass Lucky, du... Lucky,
Wieder denn? Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Hoho. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Für mein Schnucki. Sicher. Wow, Jess! Oh, ne Waffe! Oh, das oh. Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Es ist ein Gewehr. Einfach nur mal herzeigen. Na, schon ein großes Teil. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rand? Tschutschum, pum, ping, ping, pum. Okay. Tja, ich wollte dir nur mal mein großes Teil zeigen. Sie aber verstehen, was uns verbindet. Ja, leider. Unser großes, wunderschönes Gewehr. Tja, wir können nicht rausschauen. Aber was haben wir denn hier? Und wieder ein schönen Roman. Da hätten wir unseren Grizzly. Bären. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Mit den das macht Bären. Es jetzt nicht wirklich besser. Na gut, ich mach schon. So. Und jetzt machen wir ein bisschen Stimmung. Ein bisschen Stimmung. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Und Feuer. Ein bisschen Feuer rein, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ein paar Bildchen. Wo wir unsere letzte Freundin angezündet haben. Mike 1, Feuer 0. Naja. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, oh, mit Alkohol wär's entspannter. Dann. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ernst? Ich weiß nicht. Ich irgendwie. Ich bin noch nicht so weit. Na gut. Mach ich. Irgendwas falsch? Nein, 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 nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Was? Du kannst nichts dafür. Jess, ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, was sie braucht. Dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Fensterläden zu. So, das erste, na komm, das zweite, komm, hopp. Voila, die Läden sind dicht. Voila. So, wo waren wir? So. Tut mir leid, sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen und... Was? Was durchzuziehen? Also... Ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Sind wir das nicht alle? Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh. Du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja. Du schätzt? Das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Was nicht alles Vielleicht tut für einen ich ja Strich. Ich habe ein Händchen für dich.
Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Ich sag doch, was er nicht alles tut für einen Stich. Ah, Wahnsinn. Unser Mike. Zieh dich aus, kleine Maus, mach dich nackig. Tja, da wächst sich, glaube ich, einer. Im Gebüsch. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Also, wie soll nachschauen, du bist dann ganz alleine hier? Von wo kommt die Musik? Also Leute, wenn da irgendjemand draußen ist, ihr macht, ist es richtig gut. Das ist ihr Handy. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Oh. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und Fecken! Und wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Da werden wir gerne mal ein ganzes Filmstudio aufstellen! So eine Scheiße! Also, ficken? Geil! Echt geil. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Na dann. Finden wir es heraus. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Auf zur Bibliothek! Verdammt. Okay. Also, das ist hier die Bibliothek. Ach, Chris! Alles okay? Ich glaube schon. Was? Da. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was? Was ist denn? Für ein... Ist ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe Zufall. Da, schätze ich. Was für ein Zufall. Na komm schon. Hopp. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Und? Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washingtons, sogar mit Geheimgängen im Haus. Und? Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und? Sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Und? Vielen Dank. Und wo ist der explodierte Kopf? Also, ich würde den schon gern sehen, irgendwie. Wir werden hier wieder gestalkt ein bisschen. Und wieder ein schönes Bild von Beth und Hannah, die wir schon tausendmal gesehen haben jetzt. Wow. Was? Wow, was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die hautweiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet.
Ich werde sie beide umbringen. Na was? Heilige Scheiße. Naja, wir sollten schon ehrlich sein, finde ich. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Na dann, auf zu Josh. Und seltsamerweise geht die Tür auf. Oh. Was war das? Das war der sogenannte Typ, der was die ganzen Türen bewacht und uns stalkt. Da hätten wir auch wieder einen Zettel. Das war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Also, wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Ja, wäre es irgendwie. Ein neuer Hinweis. Der stammt anscheinend von Joshs Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Also, sie hat dann ihren gesehen. Also, ihr ist es aufgefallen, dass irgendwer in diesen Berg rumstalkt. Tja, aber natürlich müssen wir uns auch ein bisschen umschauen. Ist die Tür wenigstens offen? Abgesperrt. Was für ein Zufall. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Ja. Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Ohoho! Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wow! Willkommen! Komm schon! Ashley! Tritt die Tür an! Tritt die Tür an! Komm schon! Ashley! Ich! Komm! Werde! Tritt sie an! Okay. Ash! Ash! Hey! Bang! Voll in die Fresse! Also, das ist unser sogenannter Verbrecher, Schurke. Unser Massenmörder. Nicht, dass du die Finger verbrennst, mein Jungchen. Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Psycho. Tja. Also, ich glaube, da hat schon mal besser ausgeschaut und ich müsste ja noch immer aufs Klo, komischerweise. Und durstig bin ich eigentlich auch noch, aber na gut, die Sitzung beginnt. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es... Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Danke, dass du mich aussprechen lassen hast. Aber okay. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Ja. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Okay. Tja, ich höre da so einen Polizeiwagen oder so. Also, das ist doch keine Frage. Definitiv Sam. Also Sam ist mein Lieblingscharakter.
Nicht nur, weil sie bei Heroes mitgespielt hat, aber egal. Also, Emily ist mir so lieb, dass ich sie glatt umbringen will. Und Matt ist einfach so, der hat einfach diesen Gastrolle. Das liebe ich an ihm. Okay, Chris ist ein toller Charakter, aber Ashley hat immer viel Angst. Und das mag ich so an ihr. Sie hat Angst. Ja. Wieso nicht? Und weiter geht's. Nächste Seite. Also, Mike, der will einfach nur zustechen. Aber Jessica, da merkt man, dass sie auch jemand ganz anderes ist. Dass sie einfach nicht weiß, wer sie sein will. Aber Mike, definitiv Mike. Ist es sein Ernst? Ich glaube, ich würde sie gerne umbringen langsam. Tja, Jessica. Weiß auch nicht warum, aber sie hat einen tollen Charakter. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Sie und Emily. Definitiv Emily. Emily drückt doch öfters drauf. Ein bisschen biestig für dich. Ach so. Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Oho. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Tja. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Ja. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe es. Eine tolle Kulisse, aber ich muss noch immer aufs Klo.